Freunde, ich grüße euch und ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ihr habt es im Großen und Ganzen schon gelesen. Der Titelüberschrift: Es ist vorbei. Es endet hier und jetzt. Und es war klar, dass es halt auch irgendwann mal dazu kommen wird, dass man mit den alten Keys nicht mehr Windows 10 oder Windows 11 aktivieren kann. Bisher war ja alles möglich. Ihr könnt ja noch einen 486er ausschlachten und den CD-Key abschreiben, damit alles aktivieren. Also gut, soweit will man jetzt nicht zurückgehen, außer der 486er war erstaunlich gut softwaremäßig ausgestattet. Man konnte aber bisher mit einem Windows 7 Key, der nun wirklich schon ein bisschen älter ist, konnte man Windows 8 aktivieren, man konnte Windows 10 aktivieren, man konnte sogar Windows 11 aktivieren. Ich habe da auch eine Quelle für euch, Dr. Windows, außerdem auch andere darüber geschrieben. Ende des Gratis-Upgrades: Windows 10 und 11 akzeptieren künftig keine Seriennummer von Windows 7 oder Windows 8.1 mehr. Sehr, sehr ärgerlich. Vor 7 Jahren endete das Gratis-Upgrade von Windows 7 und Windows 8.1 auf Windows 10 offiziell. Doch auch Jahre später war es noch problemlos möglich, mit einer gültigen Seriennummer von Windows 7 oder Windows 8.1 die Installation von Windows 10 und Windows 11 zu aktivieren. Nun schließt Microsoft diese Hintertür endgültig. Man muss mal sagen, wie es ist, das war keine Hintertür so wirklich gewesen. Auf der anderen Seite war es aber auch nicht wirklich offiziell. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, als damals Windows 10 rauskam, da hatte Microsoft noch richtig große Pläne. Nicht nur mit Windows 10 selber, sondern auch mit Windows Mobile. Bevor es aber weitergeht, Freunde, möchte ich euch darauf hinweisen, dass dieses Video wieder von CDK gesponsert ist. Das passt ja alles ganz gut zusammen, weil ja auch CDK Windows 10 Keys ja vertreibt. Erstens muss man eventuell dann eher noch darauf zugreifen, weil dann halt in Zukunft der von euch vielleicht schon verplante Windows 7 Key dann halt nicht mehr funktioniert für euren neuen Rechner. Oder weil ihr halt einfach schlichtweg kein Key habt. Und da kann man sich dann Windows 10 Key bei CDK recht günstig shoppen. Da habe ich dann auch den bekannten Gutscheincode für euch, nämlich SM20. Den könnt ihr dann in der Kaufabwicklung angeben und dann bekommt ihr den Key ein bisschen günstiger. Dann seid ihr dann bei 14,30 €. Und da sei hier auch dazu gesagt, ja, man kann mit Windows 7 und Windows 8 Keys jetzt keine Windows 10 oder 11 Version aktivieren. Man kann aber mit einem Windows 10 Key eine Windows 11 Version aktivieren. Das geht noch. Das wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch so bleiben, wenn man bedenkt, wie lange jetzt eigentlich Windows 7 Keys noch möglich waren für die Aktivierung von Windows 10. Wir gehen mal weiter im Text. Die Desk-Modder herausgefunden und verifiziert hat, lässt sich die aktuelle Canary-Version von Windows 11 nicht mehr mit einer alten Seriennummer aktivieren. Diese Änderung hat Microsoft entsprechend dokumentiert und teilt mit, dass der Installationspfad zum Erhalt der kostenlosen Upgrades entfernt wurde. Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass das Angebot bereits am 29. Juli 2016 ausgelaufen ist. Es klingt so ein bisschen, als ob irgendein Mitarbeiter sich hingesetzt hat. Gemerkt. Wir haben damals vergessen, die Upgrade-Möglichkeit abzuschalten. Das klingt irgendwie so danach, oder? Dass sie vergessen haben, die Aktion damals auch tatsächlich zu beenden, anstatt es halt nur anzukündigen. Denn offiziell bot Microsoft damals allen Windows 7-Nutzern eben die Möglichkeit, kostenfrei auf Windows 10 abzugraden. Ziel war es im Übrigen gewesen, 1 Milliarde Endgeräte, war es wirklich 1 Milliarde? Da habe ich jetzt ganz schnell was recherchiert. On Vista, mein Finanzportal, 2020. Microsoft erreicht endlich das Ziel von 1 Milliarde Geräte mit Windows 10. Fünf Jahre nach der Ankündigung des Ziels, mehr als 1 Milliarde Geräte mit Windows 10 zu erreichen, hat Microsoft diesen Meilenstein erreicht. Als Microsoft 2015 Windows 10 erstmals auf den Markt brachte, plante das Unternehmen bis 2018 1 Milliarde Geräte mit Windows 10 zu erreichen. Aber das Ziel wurde bis 2020 verschoben, zum Teil weil das Smartphone-Geschäft nicht in Schwung kam. Also das hatte da schon mit dazu gezählt, Windows 10 für den Computer, aber Windows 10 Mobile halt auch für Smartphones, was ja auch vom Design her wirklich sehr, sehr ähnlich war. Man spürte richtig, dass Microsoft versuchte, das Ganze miteinander zu verschmelzen. Deshalb denke ich mal auch die ganze Nummer mit den Kacheln, weil das erinnert uns ja so, ne, auf das Rumgetapse auf ein Smartphone-Bildschirm, wo wir nun mal keine Maus haben und alles ein bisschen grobmotorischer ausschauen muss, war ja alles ein Riesenflop, ne, die Kacheln. Ich habe auch immer bloß überlegt, wie jeder andere auch, wie bekomme ich die am schnellsten wieder los? Also Microsoft wollte wirklich so alles technisch durchdringen, eben mit Windows. Alles soll dann auf Windows sein, das Tablet, das Smartphone und der Computer, das Notebook, alles natürlich auch mit Internet Explorer und mit anderen Microsoft-Diensten. Das ist so ein bisschen wie Apple. Um das Ganze anzukurbeln, um dieses Ziel von 1 Milliarde Endgeräte mit Windows schneller zu erreichen, hatte damals Microsoft die Aktion gestartet. Nehmt's bitte, wir wollen doch nichts dafür haben. Und so konnte man eben kostenlos von Windows 7 auf Windows 10 upgraden, so wie man heute letztendlich auch kostenlos von Windows 10 auf Windows 11 upgraden kann. Und das ging eigentlich nur ein Jahr und nach dem ein Jahr und Microsoft hat nach Ablauf des Jahres auch gar nicht offiziell
dann die Aktion verlängert. Es ist nur so, dass die Leute, übrigens auch ich damals, irgendwie bemerkt hatten, ja, das geht immer noch. Ich kann immer noch mit meinem Windows 7 Key kostenlos Windows 10 aktivieren, weil ich hatte damals natürlich wie die meisten anderen auch keine Lust auf Windows 10 abzugraden. Ich war mit Windows 7 absolut zufrieden gewesen. Deshalb habe ich, wie eben die meisten anderen auch, zu Microsofts Verdruss Windows 10 einfach ignoriert. Aber da war halt dieser Termin und es lief halt alles so aus. Noch ich hatte damals halt mit mir gehadert und dachte mir, gradest du jetzt auf Windows 10 ab oder nicht? Es kostet ja nichts. Tja, hat dann eben am Ende alles nicht so funktioniert. Aber Gratulation, ne, Microsoft, es hat dann eben 2020 geklappt. Aber man hat ja auch die Unterstützung jetzt eigentlich für Windows 7 eingestellt und so mehr oder weniger die User gezwungen, auf Windows 10 umzusteigen. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass ja die Computerhersteller ja dann auch keinen Grund haben, ein altes Betriebssystem auszuliefern, weil liefert man natürlich dann den Rechner mit Windows 10 aus, jetzt aktuell natürlich mit Windows 11. Am Ende lässt sich dann doch meistens dann schon besser verkaufen. Und ich sehe jetzt auch echt gesagt das gleiche Problem, dass auch Microsoft mit Windows 11 Probleme hat, das zu etablieren, weil die Leute sagen, ja, aber ich habe doch Windows 10, ich bin doch zufrieden, warum soll ich umsteigen? Es ist super mysteriös und Microsoft tut mir auch schon ein bisschen leid, dass die Leute die neuen Windows-Versionen einfach nicht wollen. Schaut euch das mal bei Android an, wenn da ein neues Android rauskommt. Die Leute stehen ja schon Schlange, die laden sich sofort die neue Android-Version runter. Und bei Android geht's ja noch. Letztendlich wird das meistens eh automatisch reingepatcht, ohne dass man gefragt wird. Bei Apple, da konnte man sich die iOS 17 ja schon in der Beta runterladen. Es gibt ein richtiges Beta-Programm. Da kann man die neuen Betas halt sofort testen, obwohl die ja nicht mal ausgereift sind. Das sind ja Betas. Und ich sag euch auf den Kopf zu, wird es eine iOS 18 Alpha geben oder Pre-Alpha, würden sich die Leute auch aufs Telefon holen. Und selbst wenn Apple dazu schreibt, in den Patchlogs, passt auf, das kann euer Telefon komplett zerstören, gibt es eine gewisse Chance. Macht's am besten nicht. Die Leute machen es trotzdem. Keine Ahnung warum. Warum bei Apple die Leute richtig gehypt sind auf die nächste iOS-Version, obwohl die meistens die Änderungen ja echt minimal sind, aber Microsoft Probleme hat, neues Windows, was ja auch bloß alle paar Jahre rauskommt, an den Mann zu bringen. Ich bin ja auch nicht besonders scharf drauf. Während Android, ich hatte früher auch diesen Android-Upgrade-Wahn gehabt, Freunde. Mittlerweile ist das alles vorbei. Der Punkt ist, jetzt ist es eben vorbei. Botschaft ist angekommen. Wollt ihr Windows 10 aktivieren, braucht ihr ein Windows 10 Key. Und da kommen wir jetzt nochmal auf CDK. Ich habe mich CDK jetzt auch schon geschrieben und habe die darauf hingewiesen. Deshalb würde ich sagen, wir kaufen jetzt einfach mal ein Windows 10 Pro Key und checken den. Da gibt es ja eine Software dafür. Haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und deshalb ist es gut, dass wir heute die Gelegenheit nutzen und machen es mal wieder. So, wir geben den Gutscheincode SM20 ein und sind bei den gewohnten 14,30 Euro. Da hat sich erstmal nichts geändert. Zahlen können wir nach wie vor eine Sofortüberweisung. Google Pay. Google Pay ist, glaube ich, neu. Und Giro Pay, PayPal. Hier ist eigentlich alles dabei, was man braucht. Ich habe jetzt die Bestellung abgeschlossen. Gehe jetzt ins User Center. Dann müsste ich eigentlich, ja, completed. Das geht jetzt sogar instant. Früher hat man noch ein bisschen gewartet. Und dann nur Get the Key. Show Key Plus nutze ich in der Regel. Und da checken wir jetzt mal den Key. Wow, das ging instant. Und seht mal, das ist ein RTM. Es ist ein OEM, ein Windows 10 OEM Key. So, das reicht uns natürlich nicht. Wir wollen jetzt Windows 11 Pro damit aktivieren mit dem Key. Aber wenn Show Key Plus. Wow, das geht ja alles mega schnell. Aber wenn Show Key Plus sagt, dass der in Ordnung ist, dann ist der eigentlich auch in Ordnung. Wir können uns hier auch direkt Windows 11 Key kaufen, aber Windows 10 Pro reicht eigentlich. Es gibt auch einige andere Keys von CDK. Ich kann euch ja auch mal eine ausgewählte Auswahl von Keys und eine Videobeschreibung verlinken. Gibt es auch Office. Und das soll es jetzt schon gewesen sein. Also, das war es jetzt gewesen mit euren alten Windows 7 Keys. Die sind jetzt tatsächlich wieder dafür da, wofür ihr die ursprünglich mal bekommen habt, nämlich Windows 7 zu aktivieren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.